Der Ausgang. Peter will heute in den Ausgang gehen. Er bereitet sich mehrere Stunden auf den Ausgang mit seinen Freunden vor, um in die Dorfdisco zu gehen. Er nimmt extra nicht so viel Geld mit und lässt die wichtigsten Kreditkarten und so weiter zu Hause. Als sich seine beiden Kolleginnen Sabrina und Andrea treffen, machen sie sich auf den Fußweg in die nahegelegene Dorfdisco. Als sie vor dem Club standen, prügelten sich eine Horde Buben und einer beleidigte Peter aufs Übelste. Peter blieb aber ganz gelassen und ließ sich nicht auf einen Konflikt ein. Später im Club saßen sich die drei an den Tresen und tranken etwas. Da sagt Sabrina zu Peter: Du Peter, fürs Erste ist das aber einmal genug Alkohol. Das ist schon dein drittes Bier. Peter sagte ein bisschen benommen: Ja, ist ja gut, du hast aber auch recht. Andrea wollte auf einmal tanzen und ging auf die Tanzfläche und ließ ihr Getränk unbeaufsichtigt stehen. Und eine Person versuchte ihr K.O.-Tropfen zu verabreichen. Zum Glück ist Peter aber ein richtiger Tollpatsch und ging nicht tanzen. Ein wenig später wollten die drei frische Luft schnappen gehen. Draußen rief eine zwielichtige Person Peter zu sich und fragte ihn, ob er etwas Gras kaufen wolle. Daraufhin kaufte sich Peter genug Gras für einen Joint. Er machte den Fehler, dass er sich einen Joint baute und rauchte. Dabei hätte er gleich abweichen sollen und gar nicht auf dieses Geschäft eingehen sollen. Als er nach Hause ging, war er stockbesoffen. Darum ruften ihn seine Freundinnen für ihn ein Taxi. Was wir aus diesem Lernfilm lernen: Man soll keine Drogen kaufen. Man soll sich nicht auf einen Konflikt einlassen. Man soll sich auf keinen Fall prügeln. Man darf nicht zu viel trinken, dass man selber nicht mehr weiß, wo man ist. Und man soll immer ein Auge auf sein Getränk haben. Man sollte immer in einer Gruppe gehen.